Ich hörte aus zuverlässiger Quelle, dass ein Assassin in der Nähe ist und dass ihr sein Ziel seid. Dem Wurm ist ein Rückgrat gewachsen. Jetzt ist er eine Schlange. Verdammt, es war nur eine Frage der Zeit, das war mir klar. Aber das ging zu schnell. Oui, mein Herr. Die Assassinen sind gut organisiert. Aber nun sind wir im Vorteil, oder nicht? Sammelt die Wachen und macht Jagd auf diesen Assassinen. Bringt mir seinen Kopf. Ja, mein Herr. Ihr Männer, zu mir! Findet ihn! Jemand? Von dem wäre wohl besser nicht von diesem Fuchs davon Feigling! Er ist hier drinnen! Wie jämmerlich. Position, Männer! Ja.
Sergejs Letzte hat mir ein schönes Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, du hast ein gutes zu geben. Diable! Je te vois! Halt sie von hinten an! Na, lass mich wieder auf. Nicht so nah ran. Sergejs letzter Schüler hat mir ein schönes Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, du hast etwas Ähnliches zu bieten. Verlasst ihr euch immer noch auf diese verdammten Messer? Mir wirst du nicht entkommen! Na schön, komm raus, du mordlüsterner Bastard! Ich hätte wissen müssen, dass es so enden wird. Schön, dich zu sehen, Assassine. Äußerst trickreich, Assassine. Na, nicht so nah ran. Je te vois. Bist wohl nicht so gescheit wie du glaubst. Da bist du ja. Hurensohn! Wo bist du? Welche Trophäe nehme ich von dir? Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Wohle des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Intrigen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich ihn nur töten könnte! Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Gewehr! Kommt weg da! Es ist getan. De la Serre ist tot. Großmeister. Gut.
Ah, ihr kommt gerade recht zum Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? Solange es einen Cours de Miracle gibt, gibt es auch einen Roi de Thun. Und da die Stelle unbesetzt war, sprang ich ein. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr am Cours de Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles in Lot? Sind die Toten gerecht? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsternde Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste? Wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde. Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name des Schmieds ist François Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Les Alpes. Hab Dank. Bonne chance. Vorbeikommt, lieber Arnaud. Ich weiß, dass ihr einen Sinn für Gerechtigkeit und dergleichen habt. Vous posez cette agitation. Thank you.
Monsieur. Les ennuis ne lui suffisant pas. Arnaud, hallo. Kämpft mit uns. Alles in Ordnung, mein Freund? Wir schaffen das nicht ohne euch. Sieht schlecht aus. Seit Monaten lüge ich im Streit. Mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Fragt sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Arnaud!
devrais faire attention à mes filles. Signifie tout ça. Von selbst raus. Bring es zum Ende. Nun, wenn das nicht verdächtig ist, was dann? Ja, der Papst hat uns verdammt. Man hört es in den Kaffeehäusern. Der Papst verurteilt die Zivilverfassung, die Revolution, einfach alles. Was glaubst du, bedeutet das? Wir verhaften die Priester, leider nicht die Anwälte, doch es ist ein Anfang. Scheiße, ich glaube, das muss wieder sein.
Bürger! Zeig dich! Verdammt! Wo ist er? Nicht so wichtig. Wochen hier sah ich ihn aus diesem Raum kommen. Schon gar nicht die Treppe herunter. In seiner Arbeit vertieft, was? Besessen trifft es eher. Ich glaube, er weiß nicht einmal, dass wir hier sind.
Monsieur Germain? Der Silberschmied? Danke, Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig.